Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind vorgedrungen bis in Halle 17. Dort findet ihr ja die Pilote Group und wir stehen hinter einem Pilot. Ne, stimmt gar nicht, vor einem Pilot. Hinter uns ist der Pilot und zwar der V600G und den stellen wir euch jetzt vor nach unserem Intro. Das Design von außen finde ich schon mega klasse. Wir zeigen euch das Fahrzeug nochmal in der Gänze gleich. Gehen wir aber erstmal rein. Vorne hier gleich die Möglichkeit Brett. Hier drunter haben wir den gewohnten Kunststoffhaken. Dann haben wir natürlich den Dinettisch. Ist jetzt nicht mega groß, ist aber, denke ich, ausreichend. Wir haben hier vorne ein relativ räumiges, gutes Gefühl, finde ich. Trotz des Fachs oberhalb drüber, das finde ich ja immer für mich so ein bisschen, das engt mich so ein bisschen ein, aber ich finde, das wirkt hier gar nicht so schlimm. Ein kleines Fach, auch dann oben noch, das heißt, dass man dann noch ein bisschen was reinpacken kann. Über der Dinette die großen Fächer, die sind wirklich tief, man kann also auch gut was verstauen und vor allen Dingen sind sie lang, diese Fächer. Hier gibt es noch die Möglichkeit, natürlich Fernseher anzuschließen. Dann haben wir hier drunter noch, ne, das ist irgendein Schalter, das weiß ich jetzt nicht so genau, welcher Schalter das ist. Dieses Fahrzeug hat Leder, weißes Leder, macht einen wirklich tollen Eindruck, die Haptik ist gut. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die Küche an. Auch in der Küchenbereich haben wir oberhalb einen Schrank gewohnt, dass man da auch Gewürze und so weiter reinpacken kann. Dann haben wir hier die Möglichkeiten zum Kochen und natürlich auch zum Abwaschen. Eine Ablage hier noch für Gewürze oder sowas. Dann haben wir hier eine kleine Schublade. Hier befinden sich dann auch die Zeichen für die Absteller. Die sind nämlich hier drüber für Gas, Softclose. Dann haben wir auch hier noch eine große Schublade. Darunter ein ja, kleines Fach, so wie eine Spülschrank, finde ich das, ist das gemacht. Das ist eigentlich ganz cool. Und hier ein Mülleimer noch, die Funktion. Auch hier alles natürlich Softclose. Darunter haben wir noch ein Fach unter der großen Schublade, was auch sehr groß ist. Also doch, man kriegt hier schon ein bisschen was mit. Das ist auch wichtig, finde ich. Dann haben wir den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist meiner Meinung nach an einer schönen, guten Position. Wir haben hier einen Kompressorkühlschrank mit einem Eisfach und den Möglichkeiten, noch unten Obstschalen und so weiter, dass man das dann noch ein bisschen mit Obst beladen kann. Das ist hier der Dometic. Ne, Quatsch, Entschuldigung, das ist der Tedford-Kühlschrank hier. Hier drunter gibt es noch ein Fach. Auch so mit einem kleinen Kleiderbügel. Allerdings ist dieses Fach hier, diese Ablage rausnehmbar. Da muss man sich so ein bisschen entscheiden, ob man einen Kleiderschrank haben möchte oder ob man einen Ablageschrank haben möchte. Ich glaube, für uns wäre es eher der Ablageschrank als der Kleiderschrank. So nutzen wir das im Malibu auch. Allerdings ohne Zwischenboden. Ja, die Toilette. Das ist alles etwas klappbar hier. Jetzt muss ich erstmal gucken. Achso. Verschiebbar, das heißt, man kann die Fächer auf und zu machen. Man muss halt sich entscheiden, in welche Richtung man möchte. Hier das Waschbecken. Herunterklappbar. Dann haben wir eine Banktoilette. Die ist natürlich fest eingebaut. Das hat auch so seine Vorteile. Die Duschkabine selbst hier. Man kann halt im Prinzip die Toilette nach hinten wegschieben. Und dann hat man doch eine recht geräumige Dusche. Ich versuche das mal einzufangen. Mit einem großen Ablauf. Vorne links in der Mitte, also dort. Und man hat hier keine Duschvorhänge, sondern eine Jalousie, so eine Lamellenjalousie. Die läuft sehr gut, weil sie nicht aufgerollt ist, würde ich sagen. Man kann sie ziemlich gut bedienen.
Dann gibt es hier zur rechten Seite noch so ein kleines Schränkchen. Da kann man gut Jacken aufhängen. Das finde ich wirklich gut, weil wenn man die im Prinzip nicht hier unter dem Kühlschrank verstaut, auf der linken Seite, kann man sie gut hier rechts reinhängen und zwei Jacken passen da nebeneinander sehr gut rein. Auch die Durchlademöglichkeit gibt es natürlich. Dazu muss man diese Bleche hier rausnehmen. Der Einstieg ins Bett, es ist nicht so hoch, man kann sich also direkt draufsetzen, das funktioniert ganz gut. Die Bettenmaße müssen wir euch wieder einblenden. Auch eine Besonderheit hier, wir haben hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, eine Dusche anzuschließen. Eine Outdoor-Dusche. Und hier drin ist die Pumpe und die Versorgungseinheit dazu. Also man kommt da auch relativ gut ran. Und ich würde sagen, auch zum Lampenwechsel kannst du rechts in die Ecke gut reingreifen. Die Lademöglichkeit zeige ich euch nochmal. Also es ist wirklich viel Platz hier drin. Und auch hier haben wir dann noch Schubladen. Schubladenmöglichkeiten. Insgesamt sind hier drei Stück. Also eine hinten rechts, eine hier, eine drüber. Und man kommt natürlich auch von oben dran. Man muss dann halt dieses Bett hochklappen. Und dann geht das auch ganz gut. Und auf der linken Seite haben wir hier noch das Fach für das Gas. Hier passen gut zwei Stück rein. Und ich würde behaupten, die kann man auch wirklich ohne Probleme austauschen. Das heißt, wenn rechts eine Gasflasche drin ist, kommt man wahrscheinlich an die linke noch ganz gut ran, um die auszutauschen. Das geht bei uns im Malibu nicht. Aber ich finde es gut trotzdem, dass man das hier von hinten macht. Wie gesagt, das Design von außen finde ich ziemlich schick. Mit diesem roten Streifen auf dem Schwarz. Das ist so ein schöner Akzent. Und auch von vorne. Wir haben jetzt hier kein Fiat, sondern wir haben den Citroën. Aber er kommt in einem sehr schicken Design daher. Ja, Versorgung ist hier auf dieser Seite. Da haben wir die Toilette, Strom auf der Seite und auf der anderen Seite befindet sich der Füllstutzen für das Wasser. Der Pilote V600G, so wie er hinter uns steht, kostet im Grundpreis 58.900 Euro. Also das muss man schon mal wissen. Und so wie er jetzt hier dargelegt worden ist, haben wir einen Preis von knappen 71.300 Euro. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, kommentiert gerne, falls ihr Fragen habt, wir werden uns natürlich informieren. Wir kennen ja den einen oder anderen Pilotenfahrer, den können wir immer fragen. Und auch einen Händler kennen wir. Wir kennen auch einen Händler, dementsprechend fragt euch Sachen, wir werden dann antworten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.